Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Ja, in der letzten Folge waren wir dabei, ein bisschen das Leben eines Piraten, kennenzulernen. Und jetzt müssen wir aufgrund dessen, dass wir in der spanischen Flotte ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, uns unsere Anonymität erkaufen. Und wir gucken mal, können wir mit dem öffentlichen Beamten reden, verkaufen, Gegenstände verkaufen, kaufen, kaufen, Fracht verkaufen, Jagdbeute, Zucker rum. Gut. Dann haben wir schon mal ein bisschen was verkauft. Wir haben ein bisschen Geld, aber wir müssen noch mit einem Seemann reden. Wir gucken mal, ob wir das nicht hier so hinkriegen. Fumando. Müsst ihr verschwinden, Freund? Ja, ich muss verschwinden. Gut, lasst mich meine Wunder wirken. Oh gut, das kriegen wir ja hin, dann ich glaube, da müssen wir erstmal wieder zur Jackdown zurück. Ich glaube, das Nötigste haben wir jetzt auch geschafft eigentlich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Captain steuert! Ach, zur Kapitänskajüte gehen. Moment. Captain steuert nicht. Captain steuert jetzt hier nicht. Captain steuert. So, dann gucken wir jetzt mal. Ich finde die Sprüche immer so geil. Captain steuert oder Captain ist ins Wasser. Oder Captain ist im Wasser. Oh, was haben wir denn hier? Ausrüstung wechseln. Moment. Schwertsets. Ein Pirat mit nur einem Schwert ist kein echter Pirat. Ich sage es immer, was haben wir denn jetzt? Offizierskurzschwert. Schaden 1. Britisches Entermesser. Ich glaube, ausgerüstet, ja genau. Das haben wir ja. Das macht schon Schaden 2. Combo 3. Geschwindigkeit 2. Aber vielleicht ein bisschen mehr noch. Geschwindigkeit. Das hat aber nur einen Schaden. Boah, 5000 Real. Freibeuter Entermesser, 6000. In Geschäften erhältlich. Ich würde sagen, wir gucken mal. Da ist Combo 4, Schaden. Ja, britisches Kolonial-Entermesser könnte man auch nehmen. Wäre auch noch gut eigentlich. Aber das Freibeuter Entermesser wäre, glaube ich, am besten. Duellierschwert. Boah, Schaden 3. Oh, französisches Duellschwert. Das müssten wir eigentlich nehmen. Geschwindigkeit, Kombo-Schaden, ja, müssten wir halt mal gucken. Offiziersrapier, Pistolenschwerter, Schaden 3, Geschwindigkeit, Kombo, ja, das sind die besten eigentlich. Was? Nicht verfügbar? Achso, muss ich erst, okay. Ich glaube, das schottische Breitschwert wäre dann, glaube ich, sogar am besten eigentlich. Wo Geschwindigkeit nimmt das wieder, das Pistolenschwert oder halt das Offiziersrapier. Das wäre natürlich 14.000 Real in Geschäften erhältlich. Müssen wir mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall wäre das auf jeden Fall, ne, gerade wegen 3 Schaden, ne, und Combo 4, Geschwindigkeit 5, geht alles nochmal hoch und das ist, ja. Da können wir mitarbeiten. Zurück. Pistolensets.
Wollen wir vielleicht uns vielleicht noch mal ein paar gute Reichweite 3 ausgerüstet? Ein paar typische Steinschlosspistolen, die man überall in der Karibik finden kann. Piratendonnerbüchse. Normale Ratschpistolen. Reichweite 5 betäuben. Ausgerüstet. Reichweite 3. Wir müssen auch mal gucken, Reichweite 5, wir müssen auch mal gucken an Schaden. Da wäre natürlich das Spanische für 7000 erhältlich. Das wäre dann natürlich am besten an Pistolen, weil die machen nochmal ein bisschen Schaden mehr. Reichweite muss jetzt gar nicht mal so unbedingt, ne? Das bleibt so, wenn es bei 3 jetzt ist. Die haben wir jetzt auch bei 3. Dann sind wir es genauso wie bisher auch. Und dann würde ich sagen, könnten wir die noch nehmen. In Geschäften erhältlich. Muss ich mal gucken, dass wir dann ins Geschäft gehen. Und Monturen. Eine Sammlung von Monturen für Captain Edward Kenway. Ah, ausgesetzt. Diese geschmeidige Montur, die er dem gefallenen Assassinen Duncan Walpole abgenommen hatte, wurde von Edward Kenway angepasst, um besser zu seinen Anforderungen und seiner Persönlichkeit zu passen. Okay. Was wir ausrüsten können, wäre die Rüstung von Altair Ibn La Achaz Robe. Eine leichte, aber robuste Montur, die exakt nach den Vorgaben des Mentors aus der Levante angefertigt wurde. Ja, Altair. Ezio Auditores Robe. Wunderbar geschneiderte Robe, die das Aussehen und den Anmut der Robe des italienischen Mentors nachempfindet. Connors Montur. Obwohl es ein bisschen Trickserei mit den Animus ist, bekommen wir einen guten Eindruck davon, wie Edward in der Robe seines Enkels ausgesehen hätte, dem Meisterassassinen Rodney Haakonton, besser bekannt als Connor. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen mit diesem indianischen. In Geschäften erhältlich kosten. Brauner Mantel, Piratenmantel, wäre auch vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken. Ein normaler Mantel, wie ihn viele Piraten voller Stolz trugen. Ne, könnte man auch nehmen für 6000 Montur mit blutrotem Mantel, Freibeutermontur. Ich wäre aber mehr für die Piraten. Wir sind ja, wir haben ja unser ein oh, Politikermontur. Händlermontur. Ich wäre mehr für die Piratenkapitänsmontur. Da müssen wir aber, wir gucken einfach, dass wir noch ein bisschen Geld noch zusammenkriegen. Aber ich würde sagen, ne, wir sind ja Captain und ich denke mal, diese Robo sollte uns vielleicht auch zustehen. Ich glaube, die holen wir uns jetzt. Komm, wir haben jetzt 21.000. Wir in Geschäften erhältlich natürlich. Natürlich nicht zu kaufen. Schade. Haben wir hier Karten eigentlich? Können wir die Karten lesen? Ich hätte jetzt gerne noch die Karte, aber wir haben auch die Karte. Ausrüsten, Jack Dawn. Kaufen, Gegenstände verkaufen. Habe ich hier noch was? Fracht verkaufen. Ja, Gebäude verkaufen. Oh, vielleicht können wir da noch ein bisschen Geld machen mit. Ah, ich gucke halt nochmal, aber wir haben ja so ein bisschen. Hat sich schon mal in der Kajüte umgesehen und würde dann sagen. Wir gucken mal. In Geschäften erhältlich. Wo müssen wir denn dann für die Monturen hin? Oh, Breitseiten zur Kapitänskajüte gehen. Breitseiten. Oh, ich muss kaufen. Moment. Schiff ausrüsten. Kaufen. Checkdown, ob geht. Breitseitenkanonen. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ja, sieht doch schon mal, ne?
Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ja. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Hi. Eine gute Idee. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss gleich einfach mal gucken, wie das jetzt ist. Nicht, dass jetzt die Aufnahme jetzt da ein bisschen vom Ton her. Ja, ich möchte was kaufen. Ich möchte kaufen, Schiff reparieren, kaufen. Was möchte ich kaufen? Aussehen. Der Jackdown, Munition, der Jackdown. Hier ist nur Jackdown. Gibt es ja noch mehr, was ich kaufen kann? Kann ich noch mehr kaufen? Wäre ja nice, wenn dem so wäre, ne? Aber ich gucke mal. Man müsste jetzt einfach mal gucken, dass es jetzt erstmal so geht. Mit dem Aufnehmen der Let's Plays. Habe ich jetzt so die letzten Male ja auch eigentlich gemacht. Aber es ist einfach blöd, weil meine Kopfhörer wieder kaputt sind anscheinend und. Mal gucken. Ich will mal hoffen, dass heute im Stream alles gut läuft. Captain ist am Ruder. Ja, also die Folgen für heute sind ja fertig, aber das ist ja jetzt schon so gesehen die Folge für Freitag, die ich ja jetzt mache. Weil Donnerstag, das werde ich ja heute nochmal im Stream ansprechen. Moment, bevor wir hier Fahrt nehmen, müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hin sollen. Ah, komm, wir gucken mal, ob wir jetzt hier hinkommen. Hier hin. Hauptmission. In die Bugwampen! Na los! Wir sind sicher, Captain. Sind wir das? Ich weiß nicht, ob wir sind. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Und Leute, an die Bramsegel! Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Bird eye in the morning. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Bird eye in the morning. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brink until he's sober. Bird eye in the morning. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Steuerbord, Captain. Bird eye in the morning.
Also denke ich mal, dass das gerade mal irgendwie dieser Fetch war. Von Steuerbord! Da ist jemand in Seenot, Captain! Oh Mist. Haben wir leider nicht. Ja, scheiße. Ich möchte jetzt auch hier dementsprechend ein bisschen weiterkommen jetzt und. Moment. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Klippe voraus, Sir! Gaffelsegel lockern! Einholen! Ja, einholen, bitte. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier hin, ohne irgendwo vorzuballern. Natürlich nicht. Natürlich müssen wir ihn natürlich irgendwo noch vorballern. Segel setzen! Die hätte es dann auch sein müssen. Allen Schotturm an die Schramm- und Marssegel festzurren! Rahmsegel einholen! Zieht! Zieht! Backbord! So. Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Genau, diese treibende Beute. Sie wartet auf uns. Geil. Stoff. Das können wir, glaube ich, alles. Da, ich glaube, das, was wir hier finden, können wir alles gebrauchen, um auch ein bisschen an unserem Schiff weiter zu feilen. Da müssen wir gucken, dass wir das, ja, skillen. Assassin's Creed ist ja. Ja, wo ich muss sagen, als ich das privat gespielt habe, habe ich weniger auf Skillen gesetzt. Aber ich werde mal gucken, dass ich jetzt hier im Rahmen. Das Let's Plays natürlich dann das Schiff auch ein bisschen auf Vordermann halte. So wie auch unserem Edward hier, dass wir gucken, dass wir so ein paar Schwerter nehmen, die uns auf jeden Fall was bringen. Wir segeln einholen und aufgehen! So. Captain im Meer, klar, natürlich. Captain im Meer. Natürlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie weit die Folge ist. Ich kann aber mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen in diese Hauptmission gehe. Dann gucken wir mal. Taverne. Das Land. Hier gibt es einen Aussichtspunkt. Komm, den nehmen wir noch mit. Komm, wir nehmen erstmal mit, was es hier noch freizuschalten gibt. Und dann. So. Aussichtspunkt. Das möchte ich hier gerne mitnehmen. Okay, dann geht's wohl hier hoch. Ja, hier geht's hoch. Hoch. Hoch, 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 hoch. Synchronisieren wir doch mal. Ah, das sieht geil aus. Es sieht einfach, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber es ist einfach geil hier mit dem Schiff und. Ah, herrlich. Herrlich. Ein Träumchen. Ich muss mal eben gucken, dass wir eben. Ne, das ist jetzt unsere Hauptmission. Guck mal, ob wir hier vielleicht noch eine kleine Nebenmission mitnehmen können. Guck mal, was haben wir hier? Örtlicher Offizier. Da haben wir. Oder erzählt Ruhe. Ey, die nehme ich mit. Die nehme ich doch mit hier. Ne, das möchte ich jetzt bis jetzt nicht. Aber dieser Kit, der hört sich an wie eine Frau. Nun, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kenne mich hier mit der Geschichte der Piraterie nicht aus, aber gab es nicht meine. Wow! Wow! Gab es nicht eine bekannte Piratin, die sich auch als Mann verkleidete? Oder die sich als Mann ausgab, um auf. Oder von ihrer Crew akzeptiert zu werden? Wir sehen jetzt auf einmal, dass unser Vermögen jetzt immer besser wird. So.
Manuskript. Manuskript. Dann haben wir hier noch das Animus-Fragment. Ich weiß, ich sammle hier schon wieder und nehme hier wieder alles mit. Seht mir das bitte nach, aber ne, wir haben ja schon in den Nassau-Folgen gesehen, dass das ja schon einiges was bringt, ne, wenn wir jetzt ein bisschen. Ne, auch Geld, die haben wir jetzt auch gesehen. Da stehen ja auch jetzt demnächst noch einige Investitionen an, die wir auch im Punkto skillen. Also können wir das Geld auch gebrauchen. Deswegen, denke ich mal, wenn wir zumindest die Truhen immer mitnehmen. Und ich muss noch mal gucken, was das mit den Animus-Fragmenten ist jetzt, ob man da noch was mitnehmen kann oder. Als nächstes hätten wir die Flaschenpost. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, die Flaschenpost. Da ist die Flaschenpost. Flaschenpost. Da. Gucken wir mal, was es denn hier gibt. Hoffentlich wieder nicht so dämlich geschrieben. Ich hoffe es, bitte. Ein kurioser Vorfall auf See. Auf meinem Weg in die Karibik löste ein kurioser Vorfall einen Tagtraum aus. Es war ein hemmungsloser Ausbruch von Gewalt, dessen Zeuge ich wurde und der sich für den Anstifter als fatal erweisen sollte. Ein begnadigter Pirat namens Savory, der an Bord gekommen war, um als nun frommer Christ seine Schulden abzuarbeiten, starb wie ein Teufel voller Rum, weil er die vernünftige Zurückhaltung seiner Kameraden als Beleidigung auffasste. Er kam durch eine Pistolenkugel ums Leben, die er sich selbst zufügte, als er seine Waffe für die 6 bevorstehenden Duelle lud, auf die er sich mit unserer Gruppe eingelassen hatte. Wir alle waren traurig wegen dieses Unglücks, aber niemand bedauerte, dass unsere Mannschaft in seiner Abwesenheit ruhiger wurde. Trotzdem hatte der Anblick jenes armen Tropfes, wie er sich selbst verletzte und sein Blut ungehindert aus seinem Leibe rann, eine Ahnung in mir geweckt, wie eine Idee, die schon lange in mir schlummerte und nur auf eine Gelegenheit wartete, wieder ans Licht zu kommen. In dem Augenblick kam mir ein Satz in den Sinn, den ich früher einmal gehört hatte. Der Code ist in ihrem Blute. Plötzlich ergab alles einen Sinn für mich. Der Code des Lebens, wie die Pläne eines Schiffbauers in Miniatur und doch verantwortlich für den Bau jedes Mannes und jeder Frau auf dieser Erde. Wie kam es da, dass eine solche Idee mir so sinnvoll erschien? Wie konnte ich bereits verstehen, was in der modernen Philosophie bisher ohnegleichen war? Der Code des Lebens in unserem Blute. Stell dir das vor. Diese Ideen kreisten viele Wochen in mir während jener Überfahrt und verursachten einen solchen Mahlstrom an Gedanken, dass ich sie nicht zu artikulieren vermochte. Das war's. Okay. Krass. Dann gehen wir mal. Also, nee, komm. Wir machen jetzt erst einmal die Truhen hier, dann die Schatzkarte und dann nehmen wir das Assassin. Den Assassinenauftrag. Der wird uns ja auch noch ein bisschen Geld bringen. Die Truhen da drüben werden uns ja auch noch ein bisschen Geld. Und vielleicht auch die Schatzkarte. Vielleicht können wir mit der Schatzkarte mal was anfangen. Mit der anderen konnten wir ja bisher recht wenig anfangen. Muss ich ja sagen. Das war ja eher. Ja. Hätte man sich auch schenken können. So, dann gucken wir mal, was die Schatzkarte jetzt mit sich bringt. So geht das. Ja, genau, so geht das. Wir müssen zu einem Schiff und zu einer Insel. Oh. Die erste Karte, muss ich echt sagen, war echt einfach zu lesen. Aber jetzt merke ich irgendwo so ein bisschen. Wo zum Henker? Oder war das hier? Ist hier eine Karte? Das müsste einfach mal alles mal besser markiert werden.
Ich wünschte, mir würde durch irgendein Zeichen erkennbar sein, wo die Karte ist. Also auch hier, ich muss gucken, wie das mit den Karten ist. Ich muss mir das nochmal angucken. Und dann können wir mal gucken in späteren Folgen. Das ist ja hier im freien Modus, dass wir hier nochmal zurückkommen und dann die Schätze ausgraben. Dann nehmen wir den Assassinenauftrag mal entgegen. Moment. Interagieren. Ah, die schöne Brieftaube bringt uns dann wieder einen Auftrag. Auftrag annehmen. Der Schatzjäger. Eine spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein Finanzier der Templer. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Die 1000 können wir auf jeden Fall mitnehmen, aber mich nicht in Kämpfe verwickeln zu lassen. Das ist, als ob man mir sagen würde, ich solle kein Fleisch mehr essen. Ah, okay. Markieren wir uns den Halunk nochmal hier. Was? Der ist da hinten? Was? Wollt ihr mich verkackern? Der ist da hinten? Wie soll ich denn da hinten mal hinschwimmen? Ich muss dann erst mit meinem Schiff hin. Mal, ihr seid ja Spaßvögel hier. Moment. Ja, und da ist der. Ja, geil. Komm, machen wir es mal. Gehen wir aufs Schiff und fahren da mal hin und gucken mal, dass wir diesen Auftrag dann mal ausführen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die Hauptmission weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit, ob jetzt noch. Ah, es ist bestimmt schon einiges an Zeit. Ich denke immer, ich nehme immer zu wenig auf, dann, wenn ich nicht auf die Zeit gucke. Und dann stelle ich fest, dass ganz viel Zeit dann doch schon draufgegangen ist. Deshalb, wir werden jetzt auf unser Deck zurückkehren. Und dann würde ich sagen. Ja, schön, wir werden hier richtig begrüßt. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und würde ich sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. An dieser Stelle wollte ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist jetzt die 15. oder 16. Folge. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber dass das jetzt, ne, dass ich das überhaupt angeguckt wird. Und wenn es nur zwei sind, die sich da das angucken, ist es einfach ehrlich. Und ich mache das auch gerne. Von daher, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mir ein Abo dalassen. Dann würde ich. Also ihr seid auf dem nächsten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag.